Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Studio Windtor. Ich bin der Kumpel und ich habe euch wieder ein Minecraft Customize Tutorial mitgebracht. Wir wollen hier dieses Hexenhaus im Hintergrund ja noch fertig machen. Unterstützen uns direkt drauf und ich habe noch Gedöns von anderen Sachen in der Hand, aber das macht nichts, die helfen uns. In dem Fall helfen die uns, wir fangen mal an und verpassen der Hexe mal schnell ein Wegchen, dass die da so irgendwie so einen kleinen Zugang hat. Und haben wir sonst irgendwas Tolles? Nö. Ach doch, da, guck mal. Das haben wir noch. So, das ist ja das Hexenhäuschen. Das ist ja so ein bisschen einfach noch gehalten. Da kann man nochmal überlegen, ob wir damit noch irgendwas anfangen. So technikmäßig, ob man da noch was macht. Aber es ist ja hier schon so rein versetzt. Das ist jetzt eigentlich im Grunde ja fast schon genügend. Die Frage, die ich mir stelle, wir haben hier diese Dinger hier. Aber warum eigentlich? Ach, die waren da schon, ne? Deshalb ist da auch das Zeug reingefallen. Aber die Hexe braucht natürlich, wie soll es anders sein? Die Hexe braucht da irgendwie einen Hexengarten. Ich habe mir gedacht, das machen wir da hinten hin. Und dann schauen wir mal, wie wir das am besten so machen. Und als erstes hole ich mir mal hier das und dann kriegt die hier so ein Mäuerlein gezogen. Und dann kommt hier der Hexenweggarten hin. Der Hexenweggarten, das hört sich ja vor allem so richtig an. So, das ist jetzt erstmal nur so grob. So ganz grob. So. Das kann ja alles ruhig vermoost sein. Der Weg führt dann hier so lang. Oh, das sieht ich aber auch gerne auch so. So, und dann lassen wir den so ein bisschen, dass man nur ein bisschen dünner werden. Schlängelt er sich da hinten hin zu diesem Hexengärtchen. Ich habe noch keine konkrete Vorstellung davon, aber ich brauche Zaun. Huch. So, dann kriegt er hier Zaun. Der Hexenweg. Und dann machen wir ihr hier tatsächlich auch ein bisschen Zaun hin. Die Frage ist, ob die sich hier vielleicht so was gepflanzt hat, wisst ihr? Das ist so die Überlegung. Man sagt, die hat sich hier was gepflanzt. Da kriegt ihr ein Beet hin. So. Und dazu irgendwie finde ich irgendwie für die Hexe ganz cool, wenn die hier so Flieder hätte. So. Und auf der anderen Seite, nö, auch muss nicht sein, ne? Kann man asymmetrisch machen. Dann gibt hier, führt hier so der Weg rein in das Hexengärtchen. Und da müssen wir uns überlegen, wie soll denn das aussehen? Was hat die denn hier so? Also ich denke, wir führen tatsächlich erstmal hier so irgendwie so ein bisschen den Weg darüber. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen blöd. Das muss doch eher so. Weil, wenn wir hier sagen, okay, die Hexe hat ein kleines Wasserloch. Ein kleines Brünnchen. Dann machen wir das hier. Das ist dann auch gleich hier Brunnen. Das ist gar nicht so schlecht. Also eher so einen kleinen Brunnen. Ich hätte das vermoost machen können. Vermoost. Na, das ist irgendwie falsch, weil eigentlich der Brunnen ja durchaus irgendwie Wasser irgendwo herkriegen muss. So. Ja, das ist schon mal so der Anfang. Der Anfang vom Ende ist das, wie ihr seht. Und dann werden wir mal überlegen, wie wir uns diesen Brunnen gestalten, dass der hoch irgendwie ganz hübsch wird. Sehr wasserlochig so, aber ich weiß noch nicht. Ich glaube, das mache ich weg. Der kommt da wieder ein bisschen hin. Das da muss dann auch repariert werden. So. Ich bin da noch nicht zufrieden mit. Und ich möchte es tatsächlich auch in einem anderen Material haben als das restliche Zeug. Und dann machen wir das hier einfach so als kleines Löchelchen. Die brauchen noch einen Ofen übrigens. Die muss Kinder verbrennen können. So. Da könnte man jetzt hier gerade mal das noch so machen. Dann ist das auch gleich so ein Ring. Ne? Dann hat sie hier einen kleinen Brunnen. Da kommt Wasser rein. Denn das zeichnet Brunnen immer wieder aus. Da ist Wasser drin. Ist tief genug, ne? So, kann man das machen? Gut, und dann braucht ihr hier irgendwie so ein Hexengärtchen. Schauen wir mal, wie wir das am besten machen können. Die wird das ja eher so nicht so systematisch irgendwie angelegt haben. Und dann machen wir das auch so ein bisschen. Das ist eine Kuh, ne? Hab ich voll erschreckt. Typisch eigentlich. So typisch für mich, dass ich mich von der Kuh erschrecke. So.
Das ist ein wilder Wuchs erstmal soweit. Und dann wird die sich auch was überlegt haben müssen. Was zwingend, damit hier nicht die ganze Wildtiere drin rumstapfen und erst wegfressen. Also gehen wir mal davon aus, dass die sich irgendwie in eine Hecke gepflanzt hat. Das kann man fast einfach annehmen. Dass die eine Hecke gebraucht hat, dass hier nicht alles ihr immer weggefressen wird. Ich gehe mal in die Luft. Das heißt, wir werden hier einen nicht ganz geringen Raum für die Hecke verbrauchen, den wir nicht für was anderes nehmen können. Weil die Hecke soll ja so ein bisschen eine gewisse Höhe haben. Ihr könnt sie jetzt hier auch noch hochwachsen lassen. Das geht ja alles auch. Ich mache die jetzt erstmal mit einer Sorte an Gedönsbüschen. Ah, so eine gute Hecke ist immer wieder eine Herausforderung, dass die am Ende auch wirklich schön aussieht. Da muss man immer so ein bisschen gucken und versuchen und da geht das aber in der Regel eigentlich ganz gut. Man muss sich da am Ende einfach gut mitfühlen, was man da so gemacht hat. Ich mache das erstmal von der Seite und dann gucken wir nochmal von der anderen. Oh ja, es ist hier heute mit meinem Handy, es ist eine Schande, das gebe ich zu. Aber Lucrezia schreibt, Roshi schreibt, alles schreibt. Deshalb kann ich, müsst ihr jetzt gerade mal hier mit den Einlagen hier, mit dem Lachen von Hasen und sowas, müsst ihr mal gerade leben. Das geht nicht anders. Aber wir wollen den Hexengarten ja so ein bisschen wenigstens vor Viechern schützen. Das ist einfach schöner. Huch. So. Der Bilder Foliage-Mod macht die Arbeit mit Büschen nicht zwingend leichter. Das muss man ja mal sagen. Diese büschigen Dinger da, die wir da haben, sind zwar super schön, aber es ist nicht immer ein Vergnügen, damit zu arbeiten. So. So, Riesenhecke. Von innen gucken, dann mal hier noch was rein. Der ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen zurückgepflanzt, also zurückgeschnitten. Das kann ja schon sein. Doch, das kann man sich vorstellen. Durchaus. So, haben wir noch genug Platz für ein Gartchen? Ja, das geht schon noch. Hier wächst es nach oben. Da, ja, da, da, da. Wir wollen das doch jetzt erstmal so ein bisschen dichter haben. Und hier, jo, ja, ja gut, das irgendwie kommt immer reingehopst. So, das hier ist schon mal gut. Dann kommt hier aber noch ein Zäunchen hin. Das ist jetzt der Eingang in diesen abgegrenzten, verbuschten kleinen Hexengarten. Das ist schön. Müssen wir hier auch noch gerade... Ich glaube, wir bleiben da so ein bisschen der Sache treu. Ah, oh, Alter. Das ist hier so der Bereich auch noch so ein bisschen verbuschelt. So. Komm her. So. Und so. Da wächst auch alles noch zu. Seht ihr? Gut. Wächst, 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 wächst. Hier geht man so durch, es bleibt so buschig. Jetzt brauchen wir hier mal so auch durchaus ein bisschen Wasser, dass uns hier, wenn wir Gartenarbeit machen, nicht alles verschwindet wieder. Die Frage ist, wir können jetzt natürlich hingehen und zum Beispiel hier schon mal Wasser hinsetzen. So, das können wir ganz gut machen. Dass wir hier gucken, dass da auch nichts ausläuft. Ich hoffe es einfach jetzt mal. Ich habe jetzt nicht so genau geguckt. Sieht aber so dicht aus. Ist jetzt nicht unbedingt realistisch, aber ihr wisst, das ist so eine Notwendigkeit. Auch Wasser hin. Das ist nicht optimal immer sowas, aber was soll man machen? Man kann ja nicht alles ständig
so wieder gießen. Deswegen so ein bisschen vorarbeiten können. So, jetzt schauen wir mal, ob uns das schon reicht, um hier ein bisschen Bewuchs zu erzeugen. Wo ist denn hier? Ich nehme mal das da. So. Da muss ich jetzt einmal drüber. Ist grobe Erde, ne? Kennt ihr? Es geht also auch. Also wer das nicht wusste, man kann auch grobe Erde so in der Art. Das geht übrigens nicht, wie ich merke. Jo, dann nicht. So. Hier noch ein bisschen. Shit. Das Pozole ist jetzt ein kleines Problem. Jetzt könnte ich gleich richtige Erde nehmen. Hätte ich mir ein bisschen Werkerei gespart. Aber gut. So. Das gefällt mir jetzt nicht mehr. Weil man jetzt sieht, dass da nichts ist. Das mag ich nicht. So. So. Das könnte hier sogar noch so ein bisschen reichen, aber hier wird es wahrscheinlich ziemlich dünn mit dem Wasserlöschelchen da. Ich bin mir nicht sicher. So. Da auf alle Fälle auch noch Wasser hin. Jetzt müssen wir hier mal das Zeug wegmachen. So, so, so. Ich habe immer noch die falsche Erde auf der Tasche. Jetzt nicht mehr. So. So. Haben wir auch irgendwo Wasser gesetzt? Seht ihr, dass wir nachher nochmal wieder grobe Erde brauchen werden? Da sehen wir jetzt wieder was, was wir nicht sehen wollen. Da muss man ein bisschen aufpassen mit. Das geht ganz schnell. So. Das ist jetzt nicht so spannend, die Perspektive, ne? Das ist natürlich jetzt auch zu sehen. Da stehe ich jetzt nicht so drauf. Ja. Das war eine super gute Idee. Toll war die. Machen wir so. So, jetzt mal gucken. Das ist ja jetzt eigentlich genug, was man hier so bepflanzen kann. Dann hat die hier ein bisschen was. Und dann machen wir hier direkt so ein kleines Getreidefeld hin. Und dann gucken wir mal weiter. Ich wollte hier nämlich auch natürlich noch eine Menge Kräuter verpassen. Wir brauchen natürlich auch so ein bisschen was für Brot. Aber so eine Hexe, die... ja, genau. Funktioniert super. So eine Hexe, die braucht ja nicht so viel, glaube ich. Ja, der Baum, der wächst auch noch so nicht richtig, aber gut, das könnte ja auch so ein bisschen angemanscht sein. So. Ich würde sagen, die kriegen natürlich dann auch hier noch so ein paar schöne Kräuter und sowas. Und dafür müssen wir uns nochmal wieder eines Trickes bedienen. Ihr werdet gleich sehen, welcher. Wir wollen ja hier diese wunderschönen Kräuter hier pflanzen. Wir wollen aber nicht, zum einen brauche ich grobe Erden noch irgendwo, hatte ich noch welche übrig. Wir wollen ja zum einen nicht, dass das uns alles zuwächst. Und deshalb hole ich mir hier nochmal eine Barriere. Also hier. Also, beziehungsweise ihr macht das Give at P Barrier. Und dann habt ihr sie, ne? Steht ja eine Barriere an euch gegeben, wenn ihr das macht. Und dann pflanzen wir hier mal. Ach, es geht sogar. Guckt ihr das an. Sehr wunderbar. Dann hat die hier irgendwelche Kräuter. Und damit das nicht wachsen kann, schützen wir das mit Barrieren drüber. Sollen ja Kräuter sein und keine Bäume später mal. Das möchten wir ja wieder nicht. Das machen wir so. So, da wächst ja ein bisschen Getreide. Huch. Fackel war sehr hell gerade. Was könnten wir hier noch so für Kräuter pflanzen? Da wächst hier das und da hinten das und hier so eine Reihe. Die macht das alles nicht so. Die macht das an irgendwelchen Naturfaktoren, die wir nicht so sehen und kennen. Hat die mit ihrer Wünschelrute den Standort der Pflanzen genau eruiert und ermittelt und dadurch
Buch. Müssen wir halt trotz allem aufpassen, dass nicht aus Versehen Bäume oder so draus wachsen. Das kann bei dieser Technik passieren. Immer dann, wenn wir vergessen, eine Beere drüber zu machen. So. Gucken wir uns die Chose mal an. Verschwindet mal, ihr Freunde. Da wachse jetzt wild durcheinander dieser Kräutergarten. Da fehlt noch eine. Eine Kräut fehlt noch. Hier ist noch ein Kräut. So. Die wachsen hier so rum. Und dann würde ich hier vorne noch so ein bisschen klassischere Sachen machen. Oder... ja, beziehungsweise die brauchen ja auch noch andere Kräuter, die vielleicht auch irgendwie so ein bisschen blumiger durchaus sind. Definitiv so eine Hexe, ne? Dann lassen wir sie hier mal noch da. Oder machen wir es ein bisschen so variiert. So ein wildes Blumengedöns. Sie hier hat, ne? Auch Kräuter. Irgendwelche Art, irgendwelche Tränke kann man daraus brauen. Und dann, was suche ich eigentlich? Ich suche hier. Wächst hier voll ganz langweilig die neu entdeckten Erdäpfel, die man noch gar nicht so kannte. Also im Höhlensound. Ich habe Angst. Und das wächst hier noch so. Und jetzt haben wir hier mal einen Blick in den Garten. Gucken mal so. Hier sieht doch alles relativ wild und so aus. Und irgendwie so ein bisschen hexig auch. Ist immer so ein bisschen kompliziert. Und ich glaube, weil das hier so ein Hexengarten ist, ne? Oben eine dicke Spinne im Baum. Das können wir an anderen Stellen nochmal wiederholen. Da ist eine Spinne. Und hier oben drauf ist ein Spinnennetz. Da sieht irgendwie nichts aus. Das ist ein bisschen hoch, der Baum. Aber hier, so könnte man sich auch noch ganz gut vorstellen. Achso, hier sind jetzt die Barrieren im Weg, ne? Ui, da oben wachsen auch schon Pilze. So, und vielleicht hier in dem Löchelchen. Ja. Auch machen. Gut. So ein bisschen mystisch soll es sein. Gut. Gut, gut. Ja, wir brauchen ja auch noch den Ofen für die Hexe. Und der sollte, wenn möglich, sollte der doch tatsächlich auch nicht jetzt hier das ganze Umland in Brand stecken. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier großzügig genug bemesse. Ich hoffe es einfach mal. So, ein Hexenofen. Warte mal, das machen wir von Anfang an so. So ist besser, ne? Genau. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen. Lass mich kurz denken. So, also, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Warte mal. So. Und jetzt machen wir das hier mal so. Als Eingang, sage ich mal. Das ist der Krüppel rutscht hier. Was mache ich hier? Ich würde sagen, wir lassen die Wärme hinten so rausströmen. Dazu müssen wir mal gucken, ob wir da nicht einen Trick machen können. Oder wir lassen es einfach so. Das könnte auch gehen. Wenn wir es einfach so lassen, dann können wir hier uns jetzt... Das soll ja klein sein, ne? So. So, das würde bedeuten, dass das hier vorne... Dann nehmen wir mal uns hier was so ein bisschen angeschmörtes. Finde ich immer wieder effektvoll dafür. Lederziegel. Jetzt haben wir hier Feuer gehabt. So, dann kommt... runter, da kommt die Feuerstelle rein. Genau. Und dann braucht die hier noch so ein bisschen einen Weg zu ihrem Öfchen. So. Gut, das ist so ihr Höfchen. Jetzt überlege ich gerade noch, wenn das hier so... Ich sage mal, guck mal. Oh, die Kuh. Bist du hier so einen Hexenofen am Bauen? Schon ein bisschen in so einer mystischen Stimmung, dass du irgendwie dich für jeden Scheiß verrennst. So. Naja, es ist jetzt mehr so, ne, ist so ein bisschen improvisiert. Wir können da nichts vernünftig dranhängen, das nervt mich so ein bisschen. Und mir gefällt es auch mit dem Roten nicht. So ein Versuch. Wir machen es aber trotzdem so als zusammengehend. So. Und vielleicht
setzen wir dem Ofen hier unten. Ob das gut wird, weiß ich nicht. Hier war jetzt noch mal sowas dran. Ja, warum nicht? Hat super geklappt. Die Ecken da, die bleiben dann so frei. Und dann steht der Ofen da so. Beziehungsweise man könnte ihm dann vorne zu auch hier nochmal so zwei Söckelchen hinmachen. Das weiß ich nicht, ich weiß nicht. Das hätte ich jetzt gerne mal, das hängen wir jetzt tiefer. Genau. Und dann kriegt er jetzt einfach sein Feuerlöschelchen. Das ist ein winziger Ofen und das soll auch eigentlich in erster Linie euch nicht eine 1:1 Bauvorlage geben, sondern einfach zeigen, ein bisschen versuchen, ein bisschen probieren und schwuppdiwupp hat man da was ganz Tolles. So, jetzt habe ich da so ein kleines Problem gleich. Ich sehe auch, man kann hier gar nicht sein Töpfchen dran aufhängen vernünftig. Das hätte ich nämlich jetzt sonst so gemacht, der Einfachkeit halber. Ich mir hier und jetzt muss ich mal kurz dahin. Da. Hier fackelt schon irgendwas im Umland. Dann setzen wir da doch noch was hin. So. Mal gucken, wie das aussieht. So. Dann können wir das jetzt auch so abschließen. Und hoffen mal, dass hier nicht die Bäume in Brand geraten. Das werden wir sehen. Und hier vorne könnte man jetzt hier ein Töpfchen hinhängen. Nehmen wir natürlich den Braukessel und der hängt dann da so. Das sieht aber scheiße aus. Das ist also, das müsste höher hängen, ne? Dass das funktioniert. Sprich, wir müssten da oben rein das hängen. Naja. Wo ist es denn? So. Das sieht nämlich sonst nicht gut aus. So müsste man hängen, das sieht aber nicht gut aus. Man muss das vielleicht auch gar nichts hängen, damit es gut aussieht. Man kann sich das ein bisschen vorstellen. Wir stellen den Kessel einfach daneben. Die Frage ist halt noch, was ist mit den Bäumen? Wenn sie hier im Kessel stehen, mit einem Rüstungsständer, der da jetzt irgendwie Wasser reinmacht, fummeln wir nicht rum, aber wir machen den Kessel ein bisschen leerer. Wo ist die leere Flasche? Da. So sieht es besser aus. Jetzt hat die da also so ein Dings. Und dann könnte man hier tatsächlich das noch so abschließen. Mäuerlein können wir ja leider nicht hinsetzen. Also doch, Mäuerlein schon, aber wir können leider keinen Zaun setzen. Das ist wieder ein Moment, wo man sich von Minecraft mehr wünscht als eine einzige Art von Mauer. Ihr kennt das Problem sicherlich ganz gut. Aber immerhin haben wir ein bisschen vermooste Mauer und die könnte hier natürlich jetzt vermoost sein durch die Bäume. Und dann steht hier das Ding. Mal gucken, ob hier bald die Bäume brennen. Und hier hinten machen wir es uns auch auf die Art noch zu. Das müsste eh zu sein durch dieses da. Und dann sperren wir uns das jetzt hier nochmal doppelt, indem wir einfach hier nochmal das Mäuerlein so reinziehen. Und dann kann sie da kochen. Die Hexe. Das Loch hier ist jetzt nicht so wahnsinnig besonders, aber da kann noch nichts rein, was brennt. Und die Bäume, die können wir einfach nur hoffen, dass die nicht Feuer fangen werden. Das wird sich zeigen. Kann sein, dass da noch was brennt. Weiß ich nicht. Aber gut. So, dann damit haben wir jetzt hier so ein Öfchen gebaut. Wie das genau funktioniert, das kann sich jeder selbst ausdenken. Könnt ihr hier noch so reinhängen. Oder was auch ging früher ganz gut, war das hier. Das ist ein bisschen schlechter geworden jetzt mit der aktuellen Minecraft-Version. Oh, so könnte man es auch anbieten. Oder man macht das hier unten hin. Weiß man nicht. So ein bisschen alles Geschmackssache, auch ein bisschen. Da muss man so ein bisschen rumprobieren, einfach, sage ich. Das ist einfach so empfehlenswert. Da mal zu testen, was man so theoretisch machen könnte für das Öfchen. Eigentlich müsste der ja eine Tür haben, ne, zum Reinschubsen. Also, im Grunde müsste bei dem Hexenofen hier unten das Feuer so sein, ne? Und dann müsste man hier so die Leute reinschubsen können. Vielleicht kann man den sogar so lassen. Und davor einfach eine Klappe mit dem Hebel. Passt vielleicht bei dem Hexenofen echt gut. Das war nicht richtig, ne? Das müsste dahin. Das muss weg, das muss weg. Bis hier der Hebel ist, funktioniert es nicht. Wenn hier der Hebel ist, funktioniert es. Das ist jetzt ein ziemlicher Hexenofen eigentlich. Ist das so rum gut? Oder hätte die Hexe von oben es lieber nach oben?
Achso, das geht ja nicht. Huch. Oh, was habe ich denn da jetzt weggeschlagen? Ich glaube, die Hexe von oben hätte es lieber so. Von heute. Hä? Ich sehe gar nicht, was ich da weggehauen habe. Das müsste der Block da hinten gewesen sein, ne? So. Und das ist hier der Hexenofen. Da unten kannst du anschüren, dass es da brennt. Und da muss ich halt was reinlegen noch. Dann kann sie da was garen oder so. Ist auch witzig. Ne, wie die denn die Flammen hier durch das Gitter lecken. Ist eigentlich ganz cool so. Eins tiefer geht ja nicht, dann geht's Feuer aus, glaube ich. Also ist das auch cool. Dann lassen wir es einfach mal so. Und dann haben wir unser Hexenöfchen. Ganz schnell noch so nebenher konstruiert. Mir so ein bisschen Vorgarten. Und da hinten hat sie ihren Kräutergarten, wo jetzt hier die Pflanzen noch ein bisschen wachsen. Dann sieht das auch nochmal wieder anders aus. Und damit haben wir der Hexe eigentlich außenrum schon mal ein ganz hübsches Zuhause mitten im Wäldchen verpasst. Innen drin geht es dann nochmal weiter, das wird nochmal spannend. Und ich räume jetzt mal mein Inventar auf. Und danke euch wieder mal, dass ihr dabei wart. Ich hoffe euch, das hat das Video ein bisschen Spaß gemacht mit dem Hexenofen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es denn heißt, ein Bauernhof inklusive den Feldern zu bauen. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe so eine gewisse Vorstellung im Kopf, aber das habe ich ja immer nur, weil ich das nicht eins zu eins plane, weil ich ja immer mit dem Umfeld agiere. Aber ich habe eine gute Vorstellung und es könnte hübsch werden. Wir werden sehen. Danke, dass ihr dabei wart. Das war's von eurem Kumpel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.